Vollidioten und so weiter. Ja. Anstatt ihnen in Ruhe zu erklären, pass auf, so dumm bist du gar nicht. Du musst nur deine Talente und deine Intelligenzen entdecken. Und ich will dafür sorgen, oder wir sorgen dann gemeinsam dafür, dass du die Bildung bekommst, die du brauchst und die dir zusteht. Das muss das Gespräch sein zwischen denen, die menschliche Gesellschaft haben wollen und das Privileg haben, das geistig, bildungsmäßig zu entwerfen, eine Architektur dazu, eine Politik dazu, und die dann zu den, für die sie eigentlich da sein müssten, zu den Opfern dieses Systems hingehen, denen Selbstbewusstheit geben, denen sagen, du bist kein Depp. Dir fehlt nur in ganz bestimmten Disziplinen das Talent, das dir der liebe Gott vorenthalten hat oder irgendjemand sonst, und die Bildung, die das brutale Ausbeutersystem dir vorenthalten hat. Aber du kannst im Rahmen dessen, was dir die Natur mitgegeben hat, deinen Beitrag leisten. Komm her, lass dich ausbilden, lass dir zeigen, wie es geht, lass dir ein bisschen was von uns erzählen, hör uns zu. Dieses Gespräch, das da stattfinden müsste zwischen AfD, jo, und schon gehen wir haben.